Vergangene Woche berichtet kontrovers, sogenannte Kfz-Scanner erfassen an 15 Standorten auf Autobahnen in Bayern verdeckt Kennzeichen. Ein Datenschutzaktivist zeigt uns, wie alle Autofahrer gescannt werden. Da hat man den Blitz eben gesehen. Ich mache mir Sorgen, in welche Gesellschaft das führt, wenn alle Bürger ohne Anlass ständig überwacht werden. Das ist ein enormes Machtinstrument. Nun hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dieser flächendeckende automatisierte Datenabgleich ist verfassungswidrig. Die Praxis in Bayern greife in das Recht der informationellen Selbstbestimmung ein. Man muss einfach die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts wie üblich einfach genau nachvollziehen, genau analysieren und sehen, wo der konkrete Anpassungsbedarf im Gesetz ist. Gleichzeitig aber sagt das Verfassungsgericht ganz klar, automatisierte Kennzeichenerfassung ist ein legitimes und verfassungskonformes Mittel der Polizeiarbeit. Erlaubt aber nur bei konkreter Gefahr, etwa bei Großereignissen, besonders schweren Straftaten und auch bei der Schleierfahndung. Die Staatsregierung muss nun bis Ende des Jahres das bayerische Gesetz den Vorgaben aus Karlsruhe anpassen.